Mein Name ist Dr. Christian Schulze und zum Jahreswechsel und Weihnachten möchte ich mich ganz herzlich immer bei Ihnen bedanken. Daumen hoch für Ihre Begeisterung und Ihren Input, den Sie uns abliefern. Und Sie haben jetzt mittlerweile 66 Jahre lang unsere Videos angeguckt. Das ist ganz schön, dass das ausgerechnet im Dezember 2019 der Fall ist, weil ich selbst ja jetzt auch meinen 66. Geburtstag feiere. Ich bin zwar nur 45 Jahre alt, aber vor 21 Jahren hatte ich einen schweren Verkehrsunfall, wo mir ein Besoffener das Auto gefahren ist in Kapstadt und ich eine Woche im künstlichen Koma lag und das dann quasi schwer verletzt überlebt habe. Zum Glück wäre von der anderen Seite ins Auto gefahren, wäre ich wahrscheinlich seit 21 Jahren schon beerdigt. Da wäre das Ganze quasi mit 24 aus gewesen. Von daher ist mein Lebensmotto, ich bin begeistert für diese Nachspielzeit, für die 21 Jahre, wo ich relativ viel erleben kann, interessante Menschen treffen kann, interessante Kommentare, auch interessante Patienten und das Ganze natürlich eine sehr schöne Bereicherung für mich darstellt. Ich sehe das relativ unverkrampft und locker, weil wenn man einmal fast tot gewesen ist, dann regt man sich ganz ehrlich gesagt nicht mehr über so viele Kleinigkeiten oder irgendwelche anderen Dinge auf, was für andere Leute vielleicht so einen Weltuntergang darstellt, wo als Mücke ruckzuck jedes Mal ein Elefant gemacht wird, fünfmal am Tag oder noch häufiger. Und dementsprechend möchte ich Ihnen auch für die Weihnachtstage mal so ein bisschen Entspannung und ein bisschen laissez-faire mitgeben. Lehnen Sie sich einfach mal zurück, genießen Sie auch einfach mal das Nichtstun. Ja, gucken Sie nicht ständig nach Ihrem Handy, was bimmelt und rappelt, machen Sie den Ton vielleicht aus oder melden Sie sich einfach mal ab von irgendwelchen sozialen Medien, wo Sie vielleicht mal mit etwas Abstand feststellen, dass das sowieso alles Hokuspokus und Zeitvergeudung ist. Und tun Sie was für Ihren Körper, gehen Sie stattdessen vielleicht mal häufiger zum Sport oder machen Sie die Dinge, die Spaß machen, die Sie nicht nur haptisch mit einer Wischbewegung nach links oder rechts oder nach oben oder nach unten beschäftigen. Was sind unsere guten Vorsätze für das neue Jahr 2020? Wir wollen versuchen, hier wieder regelmäßiger für Sie Videos zu drehen. Ich hoffe, dass wir das zeitlich einrichten können. Es gibt ja auch ganz viele Wünsche, die dann noch oben auf unserer Liste stehen, die wir nach und nach natürlich sukzessive, wie Sie das gewohnt sind, umsetzen. Wenn ich Ihnen noch einen Tipp geben kann fürs neue Jahr, wählen Sie sich realistische Ziele, wenn Sie irgendetwas anpacken. Seien Sie nicht so übereifrig und vor allen Dingen nicht so perfektionistisch veranlagt und brechen es dann komplett über das Knie. Ansonsten erleben Sie da eventuell einen ganz großen Schiffsbruch und nach zwei Wochen Überaktivität und noch mehr Stress, der entstanden ist, fällt das ganze Haus wieder in sich zusammen und Sie sind quasi demotiviert und entgeistert und finden das nicht mehr schön, was da so gelaufen ist. Das möchte ich Ihnen und uns ersparen. Stattdessen können Sie gerne bei uns auch weiterhin sich Anregungen holen für Ihr Leben, was Sie besser und schöner machen können, welche Übungen die geeignete ist oder worauf Sie achten sollen bei Ihren nächsten Arzt- und Therapeutenterminen. Und wie gesagt, tun Sie was für sich, nehmen Sie sich auch eventuell mal eine Auszeit, lassen Sie das Handy auch mal links liegen und lassen Sie sich nicht von allen möglichen Zwängen durchs Leben treiben und peitschen, wie man das oftmals nicht anders teilweise sagen kann. Ansonsten darf ich nochmal Danke sagen für diese große Zuwendung, für die 70.000 und mehr Abonnenten und über 14 Millionen Aufrufe. Bleiben Sie gesund und bis bald. Daumen hoch. Ciao.